Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20, glaube ich, von Let's Play The Whispered World. Wir sind hier im Verlies drin und sie haben uns Spot genommen. Und wir müssen jetzt hier irgendwie schauen, wie wir aus dieser Tür rauskommen. Können wir vielleicht mit dem Heu das Brett hier sauber machen? Das würde es zwar nicht schlimmer machen, aber auch nicht gerade leckerer. Können wir es irgendwie damit abmachen? Ich bin nicht zum Essen hier, dann schon eher zum gegessen werden. Nein, da verhungere ich lieber oder lass mich von glühenden Eisen zu Tode foltern. Egal. Können wir das nicht hier unten drunter durchschieben? Nee. Von diesem Wächter? Nein. Auf den Boden tun. Hey. Von die. Nein. Und dann sitze ich hier auf alle Ewigkeiten fest. Oder zumindest bis zum Weltuntergang. Ich könnte versuchen, den Schlüssel hiermit aus dem Schlüsselloch zu befreien. Aber dann würde er nur auf der anderen Seite runterfallen und ich würde ihn nie wiedersehen. Da unten ist was, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Können wir hier drin nochmal rumgraben? Nein, danke. Genug Heu für heute. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Und weg damit. Warum auch immer. Okay, wir schmeißen es einfach weg. Warum auch immer. Wir räumen jetzt hier einfach den Heuhaufen auf. Und weg damit. Warum auch immer. Liegt da irgendwas drin, was uns helfen könnte? Oder mache ich hier gerade einfach immer wieder dasselbe und es ist total schwachsinnig? Und weg damit. Warum auch immer. Es wird nicht weniger, oder? Und weg damit. Warum auch immer. Mehr als diese Nadel ist da wohl nicht zu holen. Höchstens noch Läuse. So hungrig bin ich dann doch noch nicht. Selbst aus Heu hätte man was Leckereres kochen können. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Können wir damit irgendwie da drin rumstochern oder so? So hungrig bin ich dann doch. Nein, danke. Genug Heu für heute. Und weg damit. Warum auch immer. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird nicht weniger. Ich dachte erst, wir könnten da irgendwie was ausgraben, aber... Ich bin nicht zum Essen hier. Dann schon eher zum gegessen werden. Ich meine, wir könnten höchstens versuchen, ob wir das Essen hier reinschütten können. Ja. Haben wir das Tablett noch? Ja, können wir das jetzt hier unten drunter durch? Ha, siehste, ich hatte doch zuerst den richtigen Gedanken. Nur ihr wolltet das lieber sauber haben, bevor ihr das irgendwie... Ne? Ja, hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Na, aha. Ich habe es geschafft. Ich sollte diesen Triumph genießen, solange ich noch kann. Ich werde ja bestimmt sowieso bald wieder geschnappt. So bekomme ich die Tür nicht auf. Der Schlüssel ist gnadenlos am Tablett festgeklebt. Wäre ja auch zu schön, wenn man etwas auf mich verarschen würde. Ich sollte mich lieber darauf konzentrieren, den Schlüssel darunter zu bekommen. Damit sollte ich den Schlüssel losbekommen. Jetzt sind meine Hände klebrig. Der Wächter scheint gerade nicht in der Nähe zu sein. Na gut, schlimmer kann es ja ohnehin kaum noch kommen, wobei ich das schon häufiger dachte. Wir wollen Spot retten. Ach du Scheiße, wo sind wir hier? Lea.
Hier wetzen die Askil wohl ihre Messer, um flüchtige Gefangene auszuweiden. Oh je. Fressraum. Wer vom Boden essen will, muss sich auch selbst die Füße abtreten. Niam, da bekommt man doch richtig Hunger. Was? An dieser Tür gibt es weder Klinke noch Schlüsselloch. Wie soll man denn da jemals reinkommen? Wir können da rein. Ich will hier nochmal bei der Brücke gucken, was hier ist. Ich will vor allem den armen Spot finden, nicht dass dem was passiert und... Das Seil scheint die Brücke oben zu halten. Ich nehme ja ganz stark an, dass wir das nachher irgendwie... So komme ich niemals auf die andere Seite. Sehen wir es positiv. Auf dieser Seite der Brücke gibt es auch genug Möglichkeiten, mich in Todesgefahr zu begeben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir irgendwas Scharfes daran schleifen müssen. Also was dann scharf ist und dann dieses Seil kappen. Hier geht es wieder in unsere Zelle, oder? Ja. Ja, da wollen wir nicht hin. Gehen wir mal da rein. Nur so für den Fall. Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr gewischt. Wir haben Teller und Essstäbchen. Ich bin nicht zum Essen hier, dann schon eher zum gegessen werden. Juhu, hast du Kapellmohnen. Ganz schön eklig. Von Hygiene haben diese Askil wohl noch nie gehört. Es wimmelt hier nur so von Fliegen. Wahrscheinlich ist es dieser Geruch von Verwesung, der sie anlockt. Na. Soll ich etwa mit bloßen Händen eine Fliege fangen? Ich denke, du überschätzt meine Fähigkeiten. Pelzfisch. Wie drollig. Und wer bist du? Grubba? Du bist aber ein ulkiges Kerlchen. Na super. Wenn ich hier unten nicht verhungere, sterbe ich sicher an einer Schimmelpilzallergie. Oh Himmel. Ich bin sogar zu schwach, um Pilze zu pflücken. Geht. Hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Was ist denn... Blablabla. Ich koche lieber mit frischen Zutaten und mit Zutaten, die sich nicht wehren. Eingelegte Spinnenfäden, getrocknete Schimmelpilze, gekochte Yaki-Innereien, unheimliche Augen. Schimmelsuppe? Na, ich weiß ja nicht so recht. Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept. Können wir vielleicht damit das hier unten abmachen? Was soll ich machen? Warten, bis sie aus Langeweile von alleine abfallen? Können wir diesem Pelzviech vielleicht das Heu anbieten? Hast du Hunger? Grubba scheint nicht sonderlich interessiert zu sein. Selbst aus Heu hätte man was Leckereres kochen können. Den behalte ich lieber bei mir. Kann er sich vielleicht da draufsetzen oder so? Ich bin nicht zum Essen hier. Dann schon eh. Hast du Hunger? Grubba scheint nicht sonderlich interessiert zu sein. Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept. Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schlegel. Rippe? Das ist wohl zu klein, um als Schlegel zu fungieren. Geht nein. An der hat doch garantiert schon ein Askil rumgenagt.
Geht nein, der hat doch gar... Ich wollte das auch eher kombinieren. Das ist wohl zu klein, um als Schlegel zu fungieren. Kann man überhaupt irgendwas kombinieren? Geht nein, an der hat doch garantiert schon ein... Eher nicht so, ne? So hungrig bin ich dann doch noch nicht. Sagt er hier überall das Gleiche? Sieht das hier aus wie bei Opa in der Küche? Geht. Hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Das Feuer ist sehr schwach. Verfluchte Asthmalunge. Gehen wir vielleicht erstmal nochmal und gucken. Und zwar macht den Kommandant an der Seite genauso hin wie da oben. Ja, okay. Sah nur so aus, als könnte man da je nachdem vielleicht auch woanders hinkommen am Ende. Oder warte, wir haben die Tür noch nicht zugemacht, um zu gucken, ob hinter der Tür irgendwas ist. Aber können wir hier auch gar nicht, ne? Okay. Gehen wir als nächstes mal da rein. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Ach, guck mal. Sieht jetzt ein Labyrinth. Oh. Irgendwas ist da drin. Hallo? Den Askil, dem diese Rüstung gehört, möchte ich lieber nicht kennenlernen. Sie sind fort. Fast wäre mir schon wieder die Luft ausgegangen. Aber egal. Diese Trottel werden mich nie finden. Niemals. Ich bin so pfiffig. Das ist bestimmt Bob. Bobby. Der Koch ist ein pfiffiger Recker. Keiner findet sein Versteck. Die suchen in der finstersten Ecke. Die suchen in der finstersten Ecke. Was? Wie? Gucken wir erstmal hier ein bisschen rum, bevor wir uns darum kümmern. Die rüsten offenbar für einen Angriff. Was haben wir jetzt mitgenommen? Können wir Pfeil und Bogen mitnehmen? Die Askel rüsten offenbar für einen Angriff. Wir haben einen Bogen schon mal. So werde ich wohl auch enden. Messer! Messer, sehr gut. Die Askel rüsten offenbar für einen Angriff. Die Askel rüsten auf. Irgendetwas an dieser Wand kommt mir seltsam vor. Aber hier ist nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können. Ach, egal. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können. Ach, egal. Nehmen wir vielleicht den Knüppel nochmal mit. Holzhammer können wir auch mitnehmen. Nein, ich bekomme ihn nicht einmal umgeschubst. Hier an der Wand vielleicht? Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können. Ach, egal. Okay, dann gucken wir uns das hier jetzt mal an. Kein so schlechtes Versteck. Ich hätte auch nicht übel Lust, mich zu verkriechen. Na, Bobby? Ich nehme an, dass das Bobby ist. Hey, lass das! Feiglinge! Hey, du da! Hey, du da in der Rüstung! Hallo, ich hab dich gefunden! Mann, jetzt tu nicht so. Ich weiß, dass du da drin bist. Bin ich aber nicht! Ich kann dich sehen. Vielleicht leidest du unter Halluzinationen?
Bist du denn wenigstens eine Halluzination, die Fragen beantwortet? Mal sehen. Wer bist du? Ich bin niemand. Nur ein Hirngespinst. Und warum solltest du dich dann verstecken? Ich verstecke mich nicht. Ich bin gar nicht da. Wenn das so ist, kann ich dein Versteck ja überall rum erzählen. Was? Nein! Was machst du da drin? Hier drin? Hier drin ist niemand. Verschwinde einfach. Ach Mann. Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein verlogener Skill. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rumerzählen. Was? Wem? Wem willst du was erzählen? Na, wem wohl? Ich werde es dem lispelnden Wächter erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Ja, Crew ist nicht der. Bobby ist das andere Dings. Das heißt, die bleiben übrig. Nehme ich mal er das. Er heißt Gourneau. Ach ja? Und nee, das ist der Koch. Dann sagen? Glaube ich. Ich werde sagen, ich weiß, wo Bobby ist. Dann mach doch. Ich weiß, dass du nur blöffst. Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein verlogener Skill. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso... Vielleicht ist es doch nicht Bobby. Wem? Wem willst du was erzählen? Na, wem wohl? Ich werde es eurem Boss erzählen. Ha, das schockt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Heißt er Lacuro oder Luco? Er heißt Luco. Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Wahrscheinlich ist das der Koch. Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Nein! Doch, das bist du nicht, bitte! Ich flehe dich an! Luco wird mich umbringen! Ich dachte, also das wäre Bobby. Mal. Warum versteckst du dich vor Luco? Na, warum wohl? Ich habe sein Lieblingsessen für uns, wie die letzten drei Köche. Aber ich will nicht so enden wie sie. Bitte verrat mich nicht. Was ist denn das Lieblingsessen? Schäbesuppe. Igitt, die hat Opa auch immer gemacht. Hey, es handelt sich um ein traditionelles Gericht der Askil. Eine wahre Delikatesse. Naja. Die Schimmelsuppe war immerhin besser als ein Warzeneintopf. Es ist auch nicht so einfach, eine gute Schimmelsuppe zu machen. Das Rezept ist ein uraltes Geheimnis. Nur die allerbesten Köche können sie richtig zubereiten. Aber du kennst das Rezept. In den Grundzügen schon, aber so gut auch wieder nicht. Sie ist mir noch nie gelungen. Und jetzt will mir Loco die Haut umkrempeln. Oje, oje. Kannst du mir das Rezept verraten? Niemals! Es ist geheim! Hallo, Luco. Das schockt mich gar nicht. Du blaffst nur. Wenn du es mir nicht sagst, verrate ich dein Versteck. Das wirst du nicht tun. Ach ja, und warum nicht? Du bist ein argloser Mensch und kein verräterischer Ski. Ja, du bist ein Held. Helden tun so etwas nicht. Ach, bitte. Nein, es ist altes Askil-Wissen. Ich würde mich und meine ganze Familie entehren. Na und? Du bist doch ohnehin schon verstoßen. Ein Aussätziger. Für immer auf der Flucht. Die Antwort ist nein. Ich weiß, wo der Koch ist. Dräng dich nicht an. Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Lass es bitte einfach bleiben, okay? Ich komm schon noch dahinter. Ich verrate nichts. Kannst du mir das Rezept verraten? Niemals. Es ist geheim. Hier oben in der Waffenkammer. Okay, okay. Du hast hier gewonnen. Verrate dir das Rezept. Du sei bitte endlich leise. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, du brauchst etwas aus der Luft. Etwas aus der Erde. Etwas aus dem Wasser und etwas von dir selbst.
Was? Na hör doch zu! Etwas aus der Luft, aus der Erde, aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Moment mal, das ist doch kein Rezept. Das ist bestenfalls ein Merkspruch, um sich 3 von den 4 Elementen zu merken. Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt lass mich in Frieden. Was? Wie ist das gleich das Rezept? Kannst du dir denn gar nichts merken? Du brauchst etwas aus der Luft, etwas aus der Erde, etwas aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Bis später. Bitte bleib mir vom Leib und vergiss nicht, du hast mich nie gesehen. Okay. Was? Kann man hierüber eigentlich noch irgendwie... Nee. Da ist noch was. Irgendwas mit der Wand. Was könnte man denn... Kann man da irgendwas frei ritzen an der Wand? Nein, wenn es hier einen versteckten Mechanismus gibt, dann lässt er sich auf diese Weise schon mal nicht öffnen. Aber da kann man durchgehen, ne, wenn man sich jetzt hier bewegt. Seht ihr das? Da in der Mitte bewegt sich was. Das ist... Man könnte da durchfühlen. Moment das mal, Loch. Hier ist tatsächlich eine Art Geheimgang. Sag ich doch. Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Es würde ich gern, aber es ist abgesperrt. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel, nichts weiter. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel, nicht... Okay. Also wir brauchen den Schlüssel. Gut, dann würde ich aber auch hier sagen, wir schauen nächste Folge mal, wie es hier weitergeht und, ich denke mal, wir müssen noch so ein bisschen weitersuchen mit allem. Und ja, wahrscheinlich müssen wir diese Schimmelsuppe kochen irgendwann, nehme ich mal an. Keine Ahnung, finde ich nicht so toll, aber okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich beende die Folge hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!